Oh, Bärbel steigt dann auch auf. Sehr gut. Hä? Warum kann ich nicht 700 Gold beim Schlafen verdienen, frage ich mich. Das, der Beginn eines Epos ist abgeschlossen. Ja, gut. Nach Spiel des Drachen begib dich nach Melve. Sehr gerne. Hallo. Du siehst schon so grüßend aus. Ich bin leichter auf ihren Füßen als ein Thief. Ich bin sicher, meine Talente werden dir von Nutzen sein. Stimmt, Dieb bräuchten wir vielleicht auch. Jemand Flinkes und dann nochmal jemand, der heilen kann oder so. Daniela, Eigenheiten, Wesensart, geradlinig. Dann habe ich zwei so geradlinige, die einfach die ganze Zeit draufrennen und alles kaputt klatschen. Auftragsrelevantes Wissen? Nein. Vasallenauftrag nicht festgelegt, Belohnung. Details Vector, Capcom, Stufe 1, Gamertag Vasallen-ID. Okay, der Gamertag ist jetzt natürlich nicht mit dabei. Spezialisierung ist auch erstmal nicht herkommen, aber ich. Please dispense with the formalities. They exhaust me so. Ja, finde ich in Ordnung, brauchen wir nicht. Alles klar. Wir haben ja den Dieb in der Gruppe. Finde ich aber auch schön, dass die immer auf einen zukommen jetzt auch und sowas. Das ist alles ein bisschen offener. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch bräuchte, ist ein Mage. Weil, aus Heilungszwecken. Gar nicht mal so verkehrt, glaube ich. So, wir haben jetzt einmal gepennt. Wir haben unsere beiden Vasallen. Wir haben Bärbel. Die riesige Kriegerin, wir haben jetzt Daniela. Hey, you a soldier? To be a surprise to see you arrive in one piece, if not. Hordes of monsters have been plaguing this area of late, you see. Ey, dieses Steinekloppen macht mich fertig, wirklich. Übrigens, Phil. Grüße. Is that so? Lachlan. But I dare say he'll fare all right. Aye. I expect he will. Accardo, to be honest, sir, I'm a little worried for it. What? Weren't harpies reported in that area? I can't handle those. Ich versuche momentan so das richtige Dialog-Pacing hinzubekommen, aber das funktioniert nicht immer. Aber ich finde gut, dass nach jedem Satz eine kleine Pause ist, damit man als Streamer auch mal ein bisschen was dazu sagen kann. Und ich muss mich mal ein bisschen zurücklehnen und mal hier Gemütlichkeit vorherrschen lassen. This is the first time hearing of it. Fie! I want to go to his aid, but we can't just abandon our posts. Say, you seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? It isn't far, only a short ways out from the main gate. Ja, zu gehen ist es nicht weit, nur ein paar Schritte vom Haupttor. Das klingt nach einer sehr schönen Quest erstmal. And Accardo's as well, I'm sure. Na klar. Machen wir doch immer gerne, wir brauchen sowieso gerade ein bisschen was. Vorheriger Auftrag festlegen, du kannst angenommene Aufträge und Aussagen priorisieren. Wenn dein Auftragsziel bekannt ist, wird ein Marker auf der Karte platziert. Falls du einen Vasallen der Gruppe hast, der Wissen über den Auftrag besitzt, kann er dich zu einem Ziel führen. Jedoch bieten Vasallen mit solchen Kenntnissen nicht ihre Hilfe an. Es sei denn, der Auftrag wurde als Priorität festgelegt. Okay. Eine Warnung zum Auftragsverlauf. Manche Aufträge werden durch das Fortschreiten der Zeit beeinflusst und gehen auch ohne die Beteiligung des Erweckten weiter. Das ist eigentlich ganz cool. Mehrere Aufträge auf einmal anzunehmen, birgt das Risiko, nicht rechtzeitig agieren zu können. Hat ein bisschen was Real-Lifeiges, ehrlicherweise. Und das kann in unbeabsichtigten Konsequenzen resultieren. Versuche, den Zeitfaktor im Hinterkopf zu behalten, wenn du deine aktuellen Aufträge verwaltest und neue annimmst. Okay. Was ich jetzt schon mal ganz gut finde im Vergleich zum Vorgänger, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, ist, dass die Stimmen anscheinend vernünftiger gepitcht wurden. Ich habe, als ich jetzt den Vorgänger nochmal eingeschmissen habe, der war jetzt letztens irgendwie im Angebot, das war sehr, sehr seltsam gepitcht alles. Also das war quasi immer dieselbe Synchronstimme, ist jetzt hier wahrscheinlich auch der Fall, aber es ist angenehmer im Pitch als jetzt diese komischen Mickey-Maus-Stimmen aus dem Vorgänger teilweise. Also das ist, Aufträge. Ja, Torturen eines Rekruten, na spätestens doch, das ist das, ne? Eile Akado zur Hilfe und sorge dafür, dass er gut. Okay, da ist dann jetzt auch die Sanduhr. Details, Alter, Code 12, okay. Wie kann ich priorisieren mit X? Okay, gut, habe ich verstanden. Ui. Erstmal das Türchen aufgemacht. Sind wir auch ganz. Es ist momentan sehr. Naja, es ist der Anfang vom Spiel. Seht es dem Spiel nach. Es gibt vier Befehle, mit denen der Vektor eine Vasallen anweisen kann und ihre Effekte variieren, je nach den Umständen, in denen sie verwendet werden. Wie im Kampf oder außerhalb. Der beste Weg, um sich jeden Befehl zu gewöhnen, ist die Reaktion und das Handeln eines Vasallen in verschiedenen Situationen zu beobachten. Ja gut, dieses Team kennenlernen ist wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, wenn man halt generell mit demselben Team immer unterwegs ist.
Los, Weißvasallen hat nur abhängig von dir zu handeln. Okay. Bei den beiden, die haben ja, ich glaube, das ist dieses Gradlinige, ist glaube ich dieses, wenn du los sagst, feuerfrei. Also die gehen rein und wämsen alles um. Während eines Kampfes befiehlt es Vasallen, über das Schlachtfeld auszuschwärmen. Es kann auch benutzt werden, um Hilfe auszuführen, eine Aktion einem Ort zu erbitten oder einem Vasallen anzuweisen, eine unterbrochene Führung fortzusetzen. Zu mir, das Regroup halt, sich zu nähern, während eines Kampfes befehlt Vasallen an seiner Seite zu kämpfen. Halt, dort zu bleiben, wo sie sind. So neue Fehler halten, während eines Kampfes weiß Vasallen an den Angriff abzubrechen und sich darauf zu konzentrieren, sich indirekt zu unterstützen, okay? Hilfe, Unterstützung, Heilung, Wiederherstellung, nice. Basically Madding. Gut, ihr kommt auch ohne mich klar, hab ich. Gut gemacht. I see you recognize my worth, Arisen. I suppose I should consider myself honored to serve. Ich hab doch schon, also ich brauche einen Magier. Okay. Der ist Spieler erstellt, der ist Vector ist von Lancelot von Raid the Mole. Das ist jetzt auch, ne, streamertechnisch ein bisschen schwierig tatsächlich, dass man dann immer die Namen sind erstmal. Jormungandr. Gradlinig, Argofaktes Wissen, nein, reist einen Tag und eine Nacht lang gemeinsam. Ach so, Belohnung Lazarus Stein Splitter, okay. Lol. Warte mal, man kriegt halt. Das ist krass, dass man da quasi eine Quest noch kriegt, dann, wenn man die übernimmt. Ich würde aber jetzt noch nicht. Also, wir haben ja jetzt gerade unsere Gruppe quasi Kriegerbogenschütze, Thief, und ich hätte super gerne einen Magier. Ich weiß nicht, wie schlau das ist, jetzt einfach nur mit drei Leuten loszuziehen, aber. Ich sollte auch vielleicht nicht unbedingt auf die Vasallen schießen, sondern die treffen, die ich sehe. Grüße. Carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Klingt auf jeden Fall schon mal ganz geil. Aber wir haben schon wieder. Vor allem reist einen Tag und dann ist das Wesen alles besonnen. Der ist an sich aber auch schon wieder ganz cool. Ich meine, der hat jetzt natürlich, ne, der kostet jetzt auch ein bisschen was, weil der auch eine hohe Stufe hat. Aber ich brauche einen Mage. So, und ich weiß auch nicht, ob das so ein bisschen Startgebietmäßig ist gerade, dass jetzt hier überall irgendwelche Vasallen auftauchen. Ich mach mal eben Halt und zu mir. Weil die stürmt mir gerade auch so ein bisschen zu sehr vor, ehrlich. Aber das sind Harpien, oder? Okay, da wird auf jeden Fall gepennt. Ja komm, rein da. Ganz praktisch, dass ich jetzt dann auch nochmal ausnahmsweise meinen Bogenschützen habe. Weil ich hole euch einfach nur die Boys runter und dann könnt ihr die unten auf dem Boden zerfleischen. Hallo. Da. Ruf da. Okay, ist jetzt mit denen dann immer nochmal mit dem Schnellschuss. Ich muss mal gucken. Alrighty. So, Barrel ist Stufe 3, nice. Er muss gerade abgeschlagen. Das war ja cool. You have my thanks. I do not believe for a moment I could have slain those creatures without your help. Okay. I've only just enlisted and when I thought this could be the end of. Ach, das ist Arcado schon, okay. You saved me this time, but I won't always be so fortunate. I'll have to train harder. Ich liebe übrigens, dass er im Busch steht. Well, I'd best be heading back, but I'll be sure to let my superiors know of your good deed. Das wäre sehr nett, tatsächlich. Gehen wir jetzt automatisch wieder zu? Ne, wir laufen jetzt hier nochmal ein bisschen rum. Müssen wir nicht einen Bericht abgeben? Ich stelle dafür Bericht, ja. Müssen wir. Gute Arbeit, Daniela. Danke dafür. Haben wir uns gerade einfach mal so locker flockig abgeschlagen? Das war cool. Ich lieb's hier in dem Wald einfach rumzulaufen, ne? Das ist jetzt, so, jetzt schon der Punkt immer so, ich werde jetzt auch zum. Ja, ist ja gut.
Mach das ruhig. Wenn ich jetzt lossage, macht ihr das dann? Oder rennt Bärbel jetzt einfach von der nächsten Klippe? Ah ne, die geht jetzt Sachen suchen. Cool. Finde ich schön. Aber wie gesagt, jetzt ist schon der Punkt angesagt, wo ich jetzt sagen würde, yo, ich habe richtig Bock, durch diesen Wald zu laufen und einfach alles zu erkunden. Aber hier sind, glaube ich, die Inkredenzien, die sie meinten, ne? Ein bisschen ja. Grünlädig. Für ein Salat, hätte ich gesagt, nicht? Oh, das ist auch schön. Alles sehr schön. Finde ich sehr gut, habe ich Bock drauf. Okay, wir haben den Kollegen jetzt gerettet. Ich denke mal, rein theoretisch wäre das so ein Ding gewesen, wenn du die Quest jetzt nicht rechtzeitig gemacht hättest oder sowas. Auch wenn, glaube ich, das Zeitlimit, da habe ich im Vorfeld jetzt, ich glaube, bei der GameStar haben sie es gesagt, das Zeitlimit ist eigentlich relativ großzügig immer gewählt. Dann wäre der jetzt halt von den Harpien weggesnackt worden oder so. Die Sache ist die, ich hätte gut Bock, das Koboldhorn zum Beispiel einfach zu verticken, solange halt... Okay. Ich weiß nicht, ich hätte gut Bock, das echt wirklich einfach nur zu verkaufen, weil ich keine Ahnung habe, was ich momentan damit machen muss. Moin. Na klar. Sorry. It was a bit too early for him to be seeing actual combat. That much was made well clear. We'll be extending his training period. The instructors here are well known for whipping recruits into shape with their grueling regimes. Mach das mal. Speaking of training regimes, I must admit I've half a mind to ask you to join us. We could use someone with your experience. Okay. Bericht ist erstattet. Ich habe so das Gefühl, wir werden einfach 20 Folgen lang einfach hier schon rumhängen. Günther, Level 4, Gesundheit plus 21. Guck mal, das stopft doch langsam zu. Und vorrangig automatisch festgesetzt. Und das wieder mit Melve hier. Melve? Wie heißt der Ort, an den ich soll? Aufträge Melve. Der Drache Melve angegriffen hat, macht dich auf den Weg um Dorfauswirkung mit den eigenen Augen an. Sehr, sehr gerne doch. Aber vorher gehen wir mal unsere Gefangenenklamotten ab. Und kaufen uns geilen Scheiß. Ich hätte gerne einmal diese Banditenweste. Und diese Stiefel. Ist dann beides drin im Einkaufswagen? Ja. Zur Kasse. Ne, warte mal, ich gehe nochmal zurück. Was hast du denn noch so? Du hast schlichte Fehlenklinge, Kampfbogen. Ein stabiler Bogen aus Holz und Metall. Das ist die Sache, ist der besser als der aus der Kiste rausgeflogen ist, oder? Ne, ja, mein gut, Bärbel kann ich natürlich auch nochmal einkleiden, ist jetzt auch nicht so das Ding. Aber, was ist mit dem Bogen? Was hier, ne? Was ist hier mit Vergleich und so, wäre vielleicht mal ganz geil. Ich kann nur die Statistiken von den Dingern sehen, ansonsten müsste ich dann jetzt immer raus, Stärke. Ach, da ist der Vergleich. Es ist exakt derselbe Bogen, den ich schon habe, okay. Dann in dem Fall natürlich erstmal wurscht. Wir haben einen Arzneitrank, da nehme ich einen auf jeden Fall auch nochmal mit. Den Grünlädig haben wir gefunden. Grünlädig. Bisschen Riebchen. Ja. Nee, ich brauche jetzt keine Wanderkapuze oder so. Das sieht nicht aus. Ich weiß nicht, inwieweit man hier irgendwie transmogrifizieren und sowas kann. Ich denke es mal nicht. Das wirkt irgendwie entgegen dem Anspruch von dem Spiel. Aber ja, wir gucken mal. Kaufen. Gekauft ist jetzt ausrüsten. Ja, ausgerüstet. Danke. Jetzt mal gucken, ob ich irgendwas verticken kann. Ja, das gute Bergmannshemd und die gute Bergmannshose. Die Sache ist, guck mal, so ein Trank kostet im Verkauf jetzt 80 Gold. Ne, den hat sie mir, ich glaube, für 250 vertickt. So ein Horn kostet 60. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist eine sehr, sehr wertvolle Inkredenzie, die jetzt nicht unbedingt an der Stelle vertickt werden sollte. Ich hätte aber schon Bock. Aber ich lasse es erstmal noch, weil jetzt im Moment ist Geld erstmal sowieso nicht so wichtig. Na, kein Thema. Wir haben ein neues Outfit, das ist jetzt nicht mehr diese Bergmannsgeschichte, sondern jetzt sehen wir aus wie so ein Bogenfuzzi.
Getragenes Gewicht, Tutorial Logbuch ansehen, natürlich. Nein, doch nicht, sondern die Karte erstmal. Nein. Ah. Ui. Ja, guck mal. Kamera zu zurück, seine Kategorie, alles zurück, das ist ein Bildwinkel, Neigung. Ja, guck. Da gibt es einen Fotomodus. Nett. Chronik, ist da das? Da ist das Tutorial-Logo. Kampf erkunden, Laufbahn, Fähigkeiten, Läden. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich weiß, was ich mache, wenn der Stream gerade nicht läuft und ich trotzdem mal reingucken will oder sowas. Dann werden wir definitiv hier mal so ein bisschen durchgucken. Mit Loswasser-Aktionen lenken. Schatzturm, Mechanismen sammelstellen oder ähnlichem in der angehenden Richtung zu interagieren. Ah, okay. Also wenn einer sagt, so wie es gerade der Fall war, ist dann auch schon direkt ein Lerneffekt. Wenn einer sagt, ey, ich habe hier Kräuter, irgendwas oder sowas, ey, lass mal sammeln und du dann los sagst, macht er das auch. Das ist sehr schön. Das gefällt mir. Riffsteine, Gasröste ausruhen, Waffenarsenale, getragenes Gewicht, da haben wir's. Wenn du versuchst, so viel auf einmal zu tragen, wirst du überladen. Ich denke da an so einen großen YouTuber/Streamer. Hat früher mal Minecraft-Let's Plays gemacht. Schwierig. Das Gesamtgewicht der Gegenstände, die du trägst, beeinflusst Bewegungsgeschwindigkeit. Je schwerer dein Gepäck, umso langsamer deine Bewegung, umso mehr verkaufst. Okay. Das ist alles Kram. Das wird wahrscheinlich... Oh, das ist natürlich auch nochmal eine andere Nummer. Dass man hier natürlich dann jetzt alles nochmal irgendwie mag. Schöne Dinge und ausgefallene Dinge. Interessante Dinge, ausgefallene Dinge. Das heißt, du kannst die wahrscheinlich auch beschenken und kannst dann danach immer nochmal so ein bisschen gucken. Da sehe ich ja Missy, ne? Mit das ist das Stardew Valley Flirt-System. Okay, dass man hier dann alle NPCs nochmal in so einer Datenbank drin hat, finde ich schon geil. Stets unterwegs und andere und werden wir. Und sogar nochmal als. Ey, das wünsche ich mir eigentlich für eine D&D-Kampagne tatsächlich. Einfach so eine komplette Übersicht, wer wo irgendwo steht, wer was macht und überhaupt. Das ist ja super geil. Okay, ich mag das Ganze immer mehr tatsächlich. Und dieses steinige Kloppe macht mich soundtechnisch so fertig, ne? Das ist der Wahnsinn. Okay, ab nach Melve hätte ich gesagt. Ich weiß jetzt nur nicht, warte mal, habe ich irgendwo sowas wie eine Uhr? Ist das also quasi der äußere Ring, ist er jetzt, ne? Ist das jetzt, wenn es rechts ist, die Sonne ist jetzt schon Untergang, weil es wirkt sehr spät. Ich weiß nur nicht, wie lange jetzt dieser Weg ist. Und ich denke mal, wird kein leichter sein und steinig und schwer. Aber, ja komm, wir ziehen einfach mal von dann mal. Ist es, was soll schon passieren? Ist das da hinten Melve? Perhaps this will seem of little consequence, but... Different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. Now there's a thought. Ja gut, sie ist jetzt von Capcom. Also basically dient sie ja einigen Typen wahrscheinlich, aber das ist cool, wenn dann irgendwie von so einem Spieler und sowas, ja, ich habe mal dem gedient, der bevorzugt das und das. Und das finde ich eigentlich schon ganz witzig. Materials such as this can be combined to craft things. Different combinations of materials result in different creations. Einfach mal immer noch mal so ein bisschen hier die ganzen Sachen. Ich glaube, das ist Melva da hinten. Finde ich allerdings auch. Dass man halt grundsätzlich immer EP kriegt, wenn man einfach nur durch die Welt eiert, finde ich super. Dann wird wieder grünlattig. Was ist grünlattig? Okay, wie gesagt, für was man jetzt hier was kriegt und was ergibt und überhaupt, das ist ein Lernprozess, das dauert. Aber, gibt's grünlattig wirklich? Oder ist das dann einfach, ist das im echten Leben, ist es dann einfach wieder irgendwie Spinat oder sowas? Heißt dann jetzt immer nur noch anders. Warte, werdet ihr gerade angegriffen? Werde ich gerade angegriffen? Ich werde angegriffen! Nicht immer die ganze Zeit immer den Bogen nochmal auf Spannung halten hier. Laufbahnrang Aufstieg, sehr gut. Hast du gut gemacht, Günther. Ist jetzt nur die Frage, wo, wenn ich jetzt nach dem Hopien fittig. Ey, ohne Scheiß, es klingt alles wie irgendwelche Soßen in so einer Hamburger Pommesbude. Grünlädig, Hopien fittig.
Finde ich super. Eine Rast einlegen, bevor wir weiterreisen. Sehr gerne tatsächlich, aber ich würde ganz gerne erstmal in Melve ankommen. Okay. Jetzt schon. Nochmal ins Gesicht treten. Dafür sind die automatischen Schüsse tatsächlich vielleicht auch mal ganz gut, dass ich mal irgendwo sehen kann, wo noch Gegner sind. Leute, ich sehe euch nicht. Ah, okay. Babel ist besserer Krieger geworden, sehr gut. Ich glaube, im Vorgänger war es so, dass man dann in den Städten irgendwie so Lehrer hat, ne? Bisschen WoW-Style. Classic WoW, mittlerweile auch nicht mehr, aber so dieses, du musst mit irgendwelchen Leuten reden, damit die dich ein bisschen, damit die dir den ganzen Quark beibringen, finde ich aber auch gar nicht mal schlecht. Das heißt, wir sammeln jetzt natürlich Erfahrungen und werden sie dann sinnvoll einsetzen. Seem of little consequence, but something to note. None of our number are trained in the healing arts. Have you considered becoming a mage yourself, Master? Nee. Also ja, aber eher so Bogenmage tatsächlich, weil mir Mage im ersten Teil immer ein bisschen zu lame war. Aber du hast recht, wir haben keinen Heiler. Was ein bisschen blöd ist, was ich aber auch tatsächlich ganz gerne umgesetzt haben würde. Nur die Sache ist halt, ich hätte vielleicht den Driftstein nutzen können. Im Ort davor. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Ich hoffe einfach mal, dass vielleicht im nächsten Ort ein Driftstein ist. Wenn nicht, reisen wir zurück. Was soll der Geist? Was macht so ein Apfel? Macht ein Apfel mich wieder heile? Gegenstände. Einfach Apfel, der in Wildnis verbreitet, stellt die Gesundheit wieder her. Joa. Rein damit. Macht nicht viel, aber man kann sich ja mal so einen Apfel snacken auf dem Weg, ne? Ich esse auch gern Apfel. Wir haben noch Äpfel. Der Gedanke geht immer weiter. Ah, es ist echt schön hier. Das ist schön grün. Überall fliegt ein bisschen Gras durch die Gegend. Eine Brücke über dem Wasser ist hübsch. Ja. No need of a healer if we never get hit. Of course, that is a feat easier said than done. Die Sache ist, ihr habt beide recht. Und ja, ich habe die Aufnahme eines Magiers in unseren Reihen bereits ins Auge gefasst, aber es hat sich halt noch keiner angeboten. Die einzigen Leute, die sich angeboten haben, sind zwei Krieger und wir haben fünf Leute in einer Bärbel. Was auch schon wieder falsch klingt, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, ein Schmeidchen. Das Problem ist jetzt halt immer so, ich hätte vielleicht wirklich bei dem anderen Riftstone, weil ich weiß nicht, was jetzt in Melvin. Das ist, die wurden kürzlich von einem Drachen angegriffen. Ich weiß nicht, ob der noch hier ist. Melve. Vom Drachenfeuer verwüstete Festung ist jetzt nur das Problem. Ist noch jemand da? Und haben die einen Riftstein ganz zufällig irgendwo rumliegen? Das ist vielleicht viel zu abwegig. Indeed. The dragon truly is calamity incarnate. Mayhap a walk through the streets would help jog your memory. When the arisen. Ah. Vielleicht kommen wir auch von hier. Da war ja was. Okay, das kam jetzt nicht von dem Händler. Hello. Well met. What are you buying? Oh, das wäre schön, wenn wir den treffen würden. Einfach nur aus Easter Egg. Ich meine, es ist ein Capcom-Game. Wir sind nicht weit weg. Brüchiger Kerkerschluss. Na, herzlichen Glückwunsch. Och, nö, es gibt schon wieder irgendwelche Items, die man wieder... Das ist wieder so Elden Ring, ne? Du hast so, ich gebe dir jetzt 3000 Gold dafür, fulminanter Schild und so Geschichten und dann brauchst du es eigentlich gar nicht, weil du irgendwo anders diesen Schlüssel dann direkt vor besagtem Kerker findest oder sowas. Wasserpfeil, Ölpfeil, Explosionspfeil, Giftpfeil. Okay, speziell gefertigter Pfeil, wenn er vergiftet. Das wiederum ist eigentlich ganz geil, aber die kosten 2000 Gold. Okay. Explosionsfall ist natürlich auch ganz nett. Ring der Aggression. Okay. Wer schon mal ein Gefühl für Preise entwickeln, so langsam.
Utensilien, aber reden wir erstmal. Ja, ist momentan ein bisschen schwierig tatsächlich mit Kohle, aber wir kommen irgendwann auf dich zurück, dann nee. Du hast mir gerade nichts gesagt. That's a shame. Let's hope there's all worth our coin next time. Browsing was enough to scratch the itch in my case. So, was ist mit dir, mein Freund? Du hast zumindest dieselbe Frisur wie Bärbel. Das ist richtig, danke. Breaking things is a lot easier than fixing them. Ja, da habe ich verstanden, danke. Das scheint so ein generelles Dorfmantra zu sein hier. Ich liebe den Gesichtsausdruck. Wir scheinen uns auf jeden Fall an irgendwas zu erinnern. That is most unfortunate. But it doth not release thee from thy fate. Ich glaube, ich erinnere. Da haben wir doch den Dogma-Drachen. Na, guck mal, wir sind... Ich denke mal, das ist jetzt nochmal aus dem Angriff von ihm. Okay. Heute nicht. Nicht in meiner Schicht. Wenn ich jetzt schon mal mit Schwert und Schild kämpfe, dann aber auch richtig, meine Freunde. Oh ne, ich habe nicht so viel Ausdauer. Fällt mir gerade auf. Schlag deinen Fuß, Junge. Man, hier unten trifft er mich jetzt zumindest nicht mit der Geschichte. Ich gehe jetzt full on Kniescheibe. Stirb, du Biest! Erweckt. Da war Güni. Betonung ist auf wahr, glaube ich. Jo. Wir sind das Gefühl, das ist die Story von unserem Arisenment. Schon sehr sexy jetzt. Drachen sind aber auch geil, ey. Man will den zwar dann meistens aufs Maul hauen, weil sie ja dann doch immer so gern so beliebte Bösewichte sind, aber sind schon sehr, sehr cool. Can you hear me, sir? Sir, stay with me. Das ist sie doch, ne?
Also jetzt dann wahrscheinlich auch in dem Dorf. Sie ist ja jetzt kurz bevor wir umgekippt sind in dem Dorf dann doch nochmal aufgetaucht. Da kann ich mich auch, glaube ich, wieder zuschalten. Hoffe ich. Guten Morgen. Thank goodness. How are you feeling? Ach ja, ne? Wie gegrillt. This is the second time. Aber ist ja jetzt dann auch schon mal ein bisschen, dass ich ja so gemacht habe. Das ist richtig. Obwohl, warte mal, das zweite Mal, also das ist jetzt halt auch ein bisschen verwirrend. Also wir sind ja jetzt ins Dorf gekommen. Das mit dem Angriff auf Melbourne war deutlich vorher. Das heißt, sie hat das jetzt schon mal gemacht. Und jetzt, wo wir wieder da waren, sind wir ja jetzt wieder umgekippt. Und jetzt kümmert sie sich. Aber mein Dank ist euch auf jeden Fall gewiss. Pray, save your thanks. Tis only just that I should aid you in turn. After all, tis only by your courage that I live today. Had you not leapt between me and that dragon? Ja gut, dazwischen gesprungen, er ist halt einfach auf den Fuß gegangen. War jetzt vielleicht auch nicht die beste Idee, hat aber auch auf jeden Fall bewiesen, dass Günni so ein ziemlich heroischer Dude ist. Such ghastly wounds. And I could not hear your heart beating. It was a miracle that you survived. Ich bin erweckt worden, ich erinnere mich an nichts. Ich wollte gerade sagen, das haben wir ja dann jetzt erlebt, also das haben wir schon noch mitbekommen jetzt. I'm afraid I don't understand your meaning. Ach, das ich erklär's dir. To do with why you were taken to the castle? They said 'twas so that your wounds could be treated. Though I fear you have no memory of this either. Gut, ich erinnere mich an halt dann fast gar nichts, ne? Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Till then. Take care. Mach ich. Arisen. Ich glaube aber tatsächlich, unsere Wege kreuzen sich auf jeden Fall nochmal. Weil sie war doch auch so ein bisschen, also sie war ja nicht einfach nur eine Stadtwache, oder? You must be the one. You match my soldier's description. I'm glad I found you. The ruler of Vermont, currently convalescing in the capital, became arisen here in this very village. Das sind aber dann nicht wir, das ist der aus dem Intro dann wahrscheinlich. Then word must be borne to the capital. Ich bin ein bisschen verwirrt. Dispatched a missive before coming here. Though I doubt the matter can be settled without your presence. Would you be willing to accompany me to the capital? If you truly are arisen, you will be received with open arms. Okay. Oh, but forgive me. I scattered my soldiers in a bid to find you. Falls es Goblins waren, dann habe ich eine schlechte Nachricht. I would not depart without them. We shall have to wait till they are reassembled. Ich könnte doch suchen. To think of it, Sir Leonard was asking after you as well. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having a drink at the inn. Okay. Dann gehen wir doch mal dahin. What say we gather some information? Ah, siehst du mal. Guck mal, dann nehmen wir den doch hier. Da würde ich nämlich wahnsinnig gerne mal einen Mage suchen. Oh, das ist ein sexy. Das ist auf jeden Fall viel, viel geiler als im Vorgänger. Lua, Claw, okay, sind einige Leute. Phantasista, June. Stufe 2 ist Drake, hier ist Xavier, Frost, Julianne. Okay, das ist schon Stufe 9, der ist ja der übersteigt mein Budget doch deutlich. Tristan ist hier irgendwo auch Isolde vielleicht. Da hinten sind noch ein paar, ich brauche halt einen Mage. Ross. Guck mal, Ross ist ein Magier, Stufe 2, kostet momentan nichts. Und wir haben ein Kätzchen dabei. Allein deswegen schon. Eigenheiten, Wesensart schlicht, kommt von WB House, reist einen Tag zusammen. Das Herz von Erweckten ist Billy.
Billy und Ross, Alter. Auftragsrelevantes Wissen. Nein, reist einen Tag zusammen. Komm. Da bin ich doch mal sehr gespannt drauf. Vasallenaufträge sind Aufgaben, die dir Hauptvasalle jenseits des Rifts erfüllt. Du legst die Aufgabe fest und eine Belohnung für den Erweckten, der dein Hauptvasall anheuert, die er bei Abschluss der Aufgabe erhält. Vasallenaufträge bieten gute Gelegenheiten, Gegenstände und Vasallenabzeichen zu erhalten. Daher solltest du möglichst angeheuert werden, wenn die Belohnung angeheuerten Erweckten festlegt. Kannst du entweder bestimmte Gegenstände oder eine Goldsumme benennen. Gegenstände werden aus einem Inventar entfernt. Bisher hatten die auch alle dieselbe Aufgabe für mich, ne? Die hatten alle dieses Reis einen Tag zusammen. Ja. Den nehme ich mit. Der ist mir sympathisch. Nach einem Vasallen suchen. Einzigartige Vasallen zeigen. Offizielle Vasallen zeigen. Offizielle Vasallen. Hierbei handelt es sich um spezielle Vasallen, die im Bereich. Offizielle Vasallen müssen angefertigt werden. Mit Namen, andere Farben angezeigt. Vasallen unter. Okay. Offizielle Vasallen der Stufe 10 und darunter können angeheuert werden, ohne Riffkristalle zu verbrauchen. Die Rüstung kann nicht verändert werden. Erscheinen in monatlichen oder Gesamtranglisten und können Teil des Spiels ausgeschlossen werden. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da auch so Leute zum Beispiel wie Leon Kennedy, ja, es gibt zumindest im Charaktereditor gibt es die Frisur von Leon. Außerdem stehen offizielle Vasallen eventuell nur für begrenzte Zeit zur Verfügung. Informiere dich auf unserer Webseite für Verfügbarkeit der offiziellen Vasallen. Ja. Max, Farina, M. Bison, natürlich. Aber weiblich, Mensch, ist dann auch schon immer. Mania, Mimi, Angel, Dog, Rose, Dragon, Cap, Yu. Yuki, Scarlet, Ben, King, Scheiden, Yoshi, Otto, Kai, Charlie, Reed, Glowen, Gurren, überall Gurren. Hier ist nochmal M. Bison in ganz krass mit Riftkisten, aber das ist auch Stufe 20 alles. Dog, Rose, Prime. Da sind dann auch nochmal die hohen Tiere. Was hat das mit M. Bison denn auf sich hier? Warte mal. Vasall beschwören Profil zu Favoriten. Ach nee. Lol. Capcom Porn 25. Zum Favoriten. Ich würde ihn gerne sehen, ehrlicherweise. Aber ja, gut. Vasallen im Rift, den Rift verlassen. Komm. Mit Ross. Ich mag die Dynamik in der Gruppe eigentlich jetzt schon. Ich finde die cool. I do some business with the apothecary, sir. Dreadful sorry if I was in your way. Ist das Leonard? Also nicht sie, aber. Oh, no. I'm not lost or not, sir. You needn't worry yourself on my account. I'm an apothecary in training, you see. My family runs a little shop in Vernworth. So when I heard tell of a medicine only to be found in this village, but well, as luck would have it, I've not enough gold for the medicine. T'will be a shame to return empty-handed after coming all this way. But what more can I do? Ja, komm. What? You'd do that? You'd get the medicine for me? Ja, schon. Ich würde nur gerne wissen, was ich dann da brauche. If you're really sure. Oh, sir, I'd be most grateful. Irgendwie hat die ein weirdes Gesicht, das wirkt alles so ein bisschen wie hier, wie war L.A. Noire war es. Auch mal so weirde. My luck's not as rotten as I thought. I'll wait right here for your return, sir. And many thanks for your kindness. Kein Thema. Du kannst zwei Materialien kombinieren, um einen neuen Gegenstand herzustellen. Beim Kombinieren kannst du entweder die Materialien einzeln aussuchen oder die bekannte Kombination auswählen. Außerdem kannst du festlegen, ob die Materialien im Inventar für sein Kommodell sein. Okay, da ist jetzt zumindest schon mal Apfel und grünladdig. macht Sprite. Nee, hier. Arzneitrank. We could make the fruit robber into ourselves. Or simply purchase some at Runa's Apothecary here in Mel. I think I get the idea. Ja, grundlegend verstanden habe ich es auch. Nur die Sache ist, was brauche ich denn für das, was sie will? Ist aber auch nichts, was irgendwie auf Zeit geht, tatsächlich. Gehe sofort zurück und bringe ihr das Fruchtrobans. Details. Also machte sie sich auf den Weg nach Melvo, um ein Medikament zu besorgen. Kehre zum Fruchtrobans zurück. Begib dich in die Aufstellung. Okay. Ich würde super gerne wissen, was es ist, aber ich kann ja mal vielleicht im Inventar mal gucken, ob da jetzt irgendwie schon was funktioniert oder so. Gegenstände. Erdbeere.
Wahrscheinlich nicht mit der Hartknolle, aber ich würde einfach mal eine Erdbeere kombinieren mit Sirupwurzblatt oder mit grünen Lädicht. Wird so ein, ja, okay, wird so ein Arzneitrank, wird mir da schon angezeigt. Rinde eines Zimtbaums. Warte mal, ich kann auch irgendwie anders kombinieren. Tatsächlich, warte mal, eine Hartknolle kann ich nicht. Kann ich nicht. Grünleitig kombinieren mit Erdbeere. Sirupwurzblatt mit Erdbeere ist ein Arzneitrank. Alles ist irgendwie Heilmittelmaterialien. Ich glaube, alles davon macht momentan zumindest einen Arzneitrank, aber das hilft mir nicht. Das ist ein bisschen blöd. Lampenöl hilft mir jetzt tatsächlich auch nicht. Also ich könnte ein Arzneimittel machen, aber nicht das kombinieren von meiner Protokollanzeigen. Ansonsten kann ich vielleicht jemanden... Warte mal. Das ist wahrscheinlich dann immer so die... Das Kabuff, wo die vorsteht. Ist doch safe zumindest... Was haben wir hier? Stolpert nicht im Dunkeln herum, rüstet euch mit euren Laternen aus, aber passt auf, da euch nachts von zu Hause entfernen, sonst werden Bestien vom Leuchten an eure Hüfte angelockt. In der Tat. So, Runes of 14. Das ist doch dann zumindest der Laden. Vielleicht kann ich ihn ja fragen, ob der weiß. Ah, well met. Here for some fruit roberant, are we? Indirekt. Between you and me, guys, they're mighty easy to make. Simple as combining the ingredients, if you know what they are. Yeah. Weiter. Between you and me, guys, they're mighty easy to make. Simple as combining the ingredients, if you know what they are. Jetzt würde mich halt wahnsinnig gerne interessieren, warte mal. Mein medizinisches Granulat, das Fruchtstücke enthält, stellt eine große Menge an Gesundheit wieder her. Ja, aber was macht das? Weintrauben? Sind es Weintrauben? Das sieht aus wie Weintrauben. Ich meine, der Arzneitrank, der ist ja wahrscheinlich, der wird aus einfach einem Apfel und dann halt schmeißt grünladig rein und irgendwas anderes, Mörses zusammen, Arzneitrank, fertig. Fruchtroboranz. Das ist safe. Always a pleasure. Okay, wo liegt hier ein Rezept, ganz ehrlich? Ich habe keinen Bock, das von ihm zu kaufen. Could yon chest be hiding? I must know. Grünladdig. Chests contain treasure, you know. Da ist grünladdig drin. Okay, pass auf. Grünladdig ist ja generell schon mal ganz gut. Das wird wahrscheinlich auch genau das dann beherbergen, was uns fehlt. Ist jetzt nur die Sache, was denn auch noch sonst? Kann ich die Kleine fragen? Die ist doch aufstrebende Apothekarin, hat sie gesagt. Hello again, sir. Say. Have you bought some fruit robberant? Noch nicht. Ich hätte es jetzt auch schon kaufen können, kostet aber 600. Habe ich jetzt nicht. Liefer eine Medizin, die aus Frucht hergestellt wurde. Ja, vor allem liefer eine beliebige Art von Medizin, die aus Frucht... Das, nee. Ein Fruchtmedikament an sich macht jetzt nicht wirklich Sinn. Oh, well, if you do pick some up, you know where to find me. These writings could be of import. It couldn't hurt to take a peek. Ja, da steht, also auf dem Writing steht ja tatsächlich hier von wegen, ey, warte mal, wenn ich es bestätige, sonst wären die Bestien von, ja, okay, ne, ich hab's jetzt mit B weggehauen, ich hätte sonst gedacht, man nimmt's irgendwie mit A, aber. Ich muss Gott verdienen, solange ich hier bin. Ich sag mal, so Sachen finden, irgendwelche Sachen ernten und sowas, können wir wahrscheinlich eher an den Stadttoren, da können wir auch nochmal hin. Ich werde auch safe nochmal mit Leonard reden. Aber wir müssen momentan ja sowieso erstmal warten, bis die Leute da sind. Bin ich auch sowieso gespannt, ob das dann einfach irgendwann geschieht. Aber ansonsten bin ich jetzt gerade mal so ein bisschen investiert tatsächlich. Herauszufinden, was das Fruchtzeug macht. Also was das bringt. Grünladdig zusammen mit irgendwas anderem ist ein Arzneitrank, also quasi eine Healing Potion, eine einfache, das ist gut. Das ist dann in dem Fall dann zumindest schon mal gut zu wissen. Aber ich denke mal, man wird ja dann einfach irgendwie Frucht und Grünladdig kombinieren zusammen und dann hat man halt diesen Trank. Say, do
you think this one's really arisen? Mayhap you should speak with Sir Lennart before we depart. Methinks you'll find him in the inn. Ja, das mache ich auch. Aber erst, wenn ich dem kleinen Mädchen die scheiß Medizin gebracht habe. Ich gucke mich mal nochmal so ein bisschen um. Ich meine, wir haben ja jetzt einen Healer. Es ist plentiful hereabouts. I say. Look, Master! Goblins! Give it to me! Ist das eine Schutzaura oder ist das eine Heilaura? Ich glaube, das ist eine Heilaura. Okay, jetzt mit einem Mage in der Gruppe zum Heilen ist das dann doch nochmal ein bisschen angenehmer hier. Musik ballert auf jeden Fall ordentlich rein, nur die Stimmen sind manchmal immer so ein... Ja. Manchmal immer ist auch natürlich wieder großartig gewesen. Ja, alles schön am Aufsteigen hier. Jetzt ist natürlich nur dieser... Okay, da wird mir jetzt was angezeigt. Das ist safe wieder grün, laddig. Ja, sieh ja. Ich meine, Medizin, die aus Früchten hergestellt wird. Was ich jetzt vielleicht noch vermuten würde, wenn jetzt einer von denen noch einen Apfel dabei hat und ich den mit einer Erdbeere kombiniere, ist das dann... Ist das Zeug, was ich für die Kleine sammeln soll, jetzt einfach nur ein Obstsalat? Das wäre jetzt vielleicht noch eine Sache, die ich mal herausfinden könnte, aber dafür brauche ich auf jeden Fall Obst. Und das spielt sich momentan echt wie ein D&D-Abenteuer, so viele Goblins, wie es hier gibt. Oh, wir haben einige. Au. Schwächung sind negative Effekte. Okay. Wie dem regelmäßigen Zufügen von Schaden verwundbar machen wir bestimmte Arten von Angriffen. Sie sind auf dich für den Vasallen beschränkt, sondern können auf Feinde zugefügt werden, was große Vorteile im Kampf bringt. Ja gut, das wahrscheinlich dann mit den Vergiftungsfallen oder so. Ich würde sagen, du bist doch friendly hier. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat thrills to gathering items. I am confident. Independent. Okay. Nina. Entschuldigung, wir müssen ein bisschen was trinken. Und vor allem die haben auch alle möglichen Leute jetzt schon immer ihre Vasallenaufträge gegeben. Das habe ich natürlich mit meiner noch nicht gemacht. Pleased to make your acquaintance. Okay, die stellen sich dann aber auch nochmal vor, glaube ich, ungefragt tatsächlich. Hier ist nochmal eine Truhe. Haben wir natürlich sehr gerne auf. Oh, what luck! Tis a chest! Not all chests contain treasure, you know. Diese allerdings schon. Die hat jetzt zumindest das Roborons dabei gehabt. Die Sache ist, nur kann ich das jetzt irgendwie... Ich würde es ihr gerne dann auch nochmal bringen, aber... Geben, kombinieren, wegwerfen, abbrechen. Untersuchen geht nicht, ne? Scheiße. Ich würde es halt wahnsinnig gerne vielleicht mal untersuchen oder so, damit ich weiß, was drin ist. Aber na gut. Wir gehen jetzt erstmal so zurück. Unter Umständen sagt die Kleine mir dann, woraus es ist. Vielleicht ist das auch nochmal so eine Herangehensweise. Mal gucken. Aber das ist jetzt halt auch einfach nur so eine richtig dumme Nebenquest und die fühlt sich schon an wie eine Rose. Finde ich gut. Boah, das ist richtig schön hübsch hier mit den Bergen im Hintergrund. Bisher macht es sehr, sehr viel Spaß. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Und ich glaube, ich mache auch gleich mal eine kleine, aber feine Pause. Zwecks Kaffeeherstellung. Günni hat übelste Stumpenbeinchen, kann das sein? Warte mal, ich muss mich mal irgendwie vergleichsweise mal... Oh, wo geht? Okay. Die wirken nur wie so ein bisschen Stumpenbeinchen tatsächlich. Vorher wahrscheinlich im Vergleich zu Bärbel, die einfach riesig ist, aber gut. I'm just grateful I get to lead a quiet life.
Dann bringen wir der Kleen mal ihr Robrans. Und dann, bevor ich mit Sir Leonard spreche, werden wir mal ein kurzes Päuschen machen. Einmal kurz Kaffee nachtanken und dann geht's weiter. Hallöchen. Ein bisschen gruselig ist sie, ne? Die hat ein bisschen zu viel Postbäckchen. Mein Geschmack, warte mal. Hauptsache das Ding zerfällt nicht gleich schon wieder, aber so ein bisschen die Kamera nochmal raus hier ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Mein Gott. Ich muss mir definitiv Kaffee machen und nochmal Wasser. Habt ihr es mir mitgebracht? Ja, habe ich. Oh, so this is what it looks like. Brilliant. Many thanks, sir. Ist kein Thema. Aber wäre ja ganz cool, wenn du dein Wissen jetzt darüber vielleicht. Okay. Ring des Hochgefühls. Du hast vorher Vorbereitung gegeben. Okay. Bin mal gespannt. Vielleicht trifft man sich dann nochmal wieder. Dann kann der mir vielleicht erklären, was damit los ist. Wie ich das kombinieren muss. This ladder can take us to new heights. Perhaps new discoveries await us above. Ach, da oben. Ich wollte gerade sagen, von welcher Leiter spricht der Kollege denn eigentlich die ganze Zeit? Der ist jetzt übrigens ein Vasall gerade abgehauen. Ich werde mich mal zu der Gruppe hier nochmal gesellen. Obwohl, warte mal. Es hört nicht auf. Good health, I trust, arisen. Immer doch. Reden. Wichtige Angelegenheiten plaudern. Plaudern. We think we've earned a brief repose. What say you, arisen? Ja, das mit der Rest. Short Rest, ne? Können wir ja dann auf jeden Fall gleich nochmal machen. Machen wir aber, wie gesagt, gleich. Wir können hier auch alle möglichen Leute grüßen. Das werden wir dann auch noch gleich nochmal gucken. Aber jetzt erstmal in den Pause-Screen. Es gibt ein paar Clips für euch. Ich mache, wie gesagt, einmal kurz Kaffee, einmal kurz austreten. Wir haben jetzt 16:03. Spätestens 4:10.